So, Leute, da sind wir beim nächsten Gameplay. Ich bin nochmal dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Yorion Texas gegen UW Stifelnot. Oh, Dennis, was spielst du da schon wieder? Das ist immer noch besser wie das, was der andere Dennis in 2 Wochen spielt, wo wir Jeskai Whale haben. Aber Boah. Wir konzentrieren uns heute auf dieses wunderschöne Matchup. Ja, Texas gegen Stifelnot, spannendes Matchup. Stifelnot wird auch immer mal wieder gespielt. Ich würde es gerne auch selber mal spielen, aber ich besitze keine Fricks in Dreadnoughts. Ja, und die sind teuer geworden. Die sind leider sehr, sehr teuer geworden. Sind ja Reserved as Karten. Dementsprechend, was eine hübsche Insel. Die ist echt hübsch. Oh. Und ich glaube, deswegen spielt Dennis die auch in Italienisch oder so. Ja, wo es Croissant heißt. Irgendwas blablabla Croissant. Ja, irgendwie sowas. Ja. Und auf der anderen Seite eine 80 Karten Death and Texas Liste. So ziemlich basic, soweit ich weiß. Das, ich bin mal gespannt. Ja, ich muss sagen, vom puren Verhalten her, Stifelnot hat halt eine Menge Karten, die Enter the Battlefield-Effekte ruinieren. Ja. Und Texas agiert sehr stark auf Enter the Battlefield-Effekte. Ja. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Allerdings hat man mit Texas eben auch so Karten wie Swords oder den neuen den Hund. Ach so, der ja. Der halt beim Angreifen was rausnehmen kann, wodurch man halt den ETB-Effekt rausnehmen kann, was spielen kann und dann kommt die Karte wieder. Ja, oder du kannst halt den Dreadnought nochmal flickern. Genau, oder einen Murktide oder sonst was. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Hier, Ebene Fjorde. Guter Start. Das ist nice. Das ist der Start, den man haben will, ja. So, jetzt ist die Phrase. Ebene, Foil. Foil irgendwas. Das ist auch immer, Dennis spielt auch immer so einen Länderhaufen, das ist der Wahnsinn. Großartig. Kommt auf den, ja, nicht unbedingt. Da ist dann Stoneforge. Boah, jetzt ist halt so die Frage, der hatte, glaube ich, gerade eben einen Dressdown in der Hand, wenn der gleich End of Turn Dressdown spielt und dann so ein Frickson und Dreadnought dahin schießt. Ja, hat man immer noch einen Sports. Also ich würde ja einfach nichts tun. Ja. Man ist nicht in der Aggressor-Position, sondern man möchte die Aetherfiole haben. Und über die Aetherfiole was machen. Ja, gerade weil er auch Force spielt. Genau, genau. Und dann, das macht man auch hier. Dann kommt End of Turn ein Dressdown. Ja, oder der kleine Dude. Jetzt kommt der Dressdown. Ach so, der gibt es ja auch noch als quasi... Der Doorkeeper. Doorkeeper Thrall, ne? Ja. Things of us on a stick. Genau. Das ist halt so Schrott. Deswegen UW. Ja, das ist halt so ein Deck... dass es das überhaupt gibt. Voll großartig. Ja, ich finde halt, dadurch, dass die halt auch so hart viel Counter spielen, ich glaube, die spielen sogar Days. Ja, ja. Force und das Days. Ist halt richtig ätzend. Gerade wenn du dann zum Beispiel wie Yorion Texas nur im Endeffekt 4 Swords hast, mit denen du jetzt was machen in kannst. In 80 Karten, das muss man jetzt auch dabei sein. Ja, ja, die musst du also halt auch erstmal finden. Genau, es ist schon sehr, sehr viel. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man jetzt damit ein bisschen interagieren kann, damit ein bisschen Spaß haben kann, geht das schon ganz gut. Okay. Oh, jetzt ein Solitude reinflashen. Ja, dann hat man halt einen 3-2er, der macht ja nicht so viel, aber ein Doorkeeper-Ball, der. Jetzt wird gebrainstormt. Interesting. Das finde ich weird. 2-3. Ich glaube, ich hätte erst gebrainstormt und dann gemysticaled. Was daran liegt, dass ich persönlich halt den Value draus sehen würde. So möchte man halt einfach eine Karte tiefer gucken können. Da ist auf jeden Fall Force und Blue Pitch auf der Hand. Ja, Force, Blue Pitch, Dressdown ist weiter da. Und ja. Ist da noch irgendwas anderes? Thrall. Der Thrall halt und dann, jo. Moody, keep living on dreams. Moody. Interessant, dass er Moody spielt und keine Giver. Ja. Die Moody wird nicht geswordet. Die Moody muss doch geswordet werden. Gott sei Dank, die Moody muss ein Sword fressen. Ja, Moody muss geswordet werden, sonst keine Chance. 21. Marit Lageproof. Ja. Ja, der Dreadnought ist 12-12. Ich glaube ja. Und Trampel. Das ist halt schon echt widerlich. Vor allem groß. Ja. Und da musst du eine Menge reinholzen. Auf der anderen Seite, der geht halt so gut wie gegen jeden Removal, wenn wenn du halt Removal in Form von Push oder so spielst, was halt Texas nicht macht. Nee. Okay,
Fetchland, da haben wir wahrscheinlich einen Ghost. Stifle hat man auch noch. Boah. So, nämlich tappen. Dann legst du die Stoneforge rein und der stifelt den Trigger. Ja, er muss jetzt den Trigger stifeln, weil er kann es nicht mehr mit Dressdown machen. Stimmt, weil die schon im Feld ist. Genau, er müsste auf die Aktivierung von der Ätherfiole müsste man das machen. Da ist noch ein Sword, sehe ich das richtig? Da war noch eine Menge auf der Hand, auf jeden Fall. Okay, du kannst natürlich auch, wenn der jetzt Kaldra sucht, den Living Weapons Trigger stifeln. Genau. Dann hat er da einfach nur richtig viel reinkommittet. Ja, für nichts und wieder nichts. Und hat nichts daraus bekommen, außer ein clunky 7-Mana-Artefakt auf dem Board. Geht halt auch mit dem Thrall, weil der von Creatures und Artefacts die ETBs nimmt. Oh, das natürlich auch dann richtig ätzend. Jo. Und dadurch, dass du halt nicht mehr sowas wie Good Old Jit oder so spielst, hast du halt nur noch ETB-Artefakte, soweit ich weiß. Auch die Pre-War-Armor und so weiter ist ETB-Artefakt. Das ist halt das Problem, dass ich habe an dem Abend ja auch gegen Dennis gespielt, mit Devon Hawks. Mhm. Und das ist aber das Problem, dass man mit einem sehr stark vollgeflufften Deck arbeitet. Jo, 80 Karten. Dass man eben auf 80 Karten agiert. Weil wenn man nicht auf 80 Karten agieren würde, rein theoretisch gesehen, hätte man einfach den Punkt, dass man sehr viel straighter in seine Kombos gehen kann, in seine Ideen gehen kann, wie man da weitermachen kann. So. Tap Talia, das ist gut. Mit einem Karakos. Yum, yum, yum. Mhm. Da wird noch überlegt. Ja, man kann auch den Aether-Viole-Trigger sagen. Ja. Es wird überlegt, ob man den Doorkeeper-Thrall vorher zockt. Das kann man machen. Ja. Ist die Frage, ob Texas da dann rafft, was der Thrall machen soll? Weiß ich nicht, aber man würde jetzt, bevor man den Resolve, würde man jetzt erstmal schwertern, bevor die Talia ins Spiel kommt. Ja. Ist halt die Frage, ob du die Schwerter da drauf. Trigger und Stack, Swords. Dann macht Force. Pitch, something. Dressdown sogar. Ja. Jetzt hat man schon ein Sword weg. Ja, das ist halt. Also, das ist halt nicht das Problem, weil man hat auch im Death and Texas normalerweise nur ein Sword. Aber es ist halt sehr, sehr, sehr anstrengend, damit was zu machen, weil man eben so viel Stuff da drin hat, der halt nicht so streamlined ist. Wenn man halt eine streamlinedere Liste spielt, wo man halt auch einfach die 4 Swords mit 60 Karten, die öfter findet und, dann ist es so viel einfacher, damit einfach Magic zu spielen. Ja, das ist halt irgendwie bäh. So, jetzt hat man keine ETBs mehr, jetzt hat man keine Living Weapon mehr. Das sind 2 Pre-War-Armors. Das ist bitter gegen Blau-Weiß. Das ist halt so eine Traumhand gegen Mono-Black. Ja, man sucht sich damit was raus, der Gegner sagt, dann remove ich dir wohl deine Stoneforge. Dann spielt man so eine Pre-War-Armor, holt die Stormforge wieder. Ja. Stormforge holt man die nächste Pre-War-Armor. Das ist halt insane. Oh, ist das widerlich, was da gerade passiert. Ja, das ist cool. Das Coole ist halt, dass es ein Cast-Trigger ist. Ja. Von dem Nile Drifter. Und er hat halt sonst den ETB, dass er beim ETB geopfert wird. Was er aber nicht wird, weil... Ja, und der zieht trotzdem die Karten, weil es der Cast-Trigger ist. Mhm. Oh, ist das ätzend. Vor allen Dingen, der hat Annihilator 1, ne? Dann heißt der, räumt auch noch irgendwas weg. Oh. Das ist der Grund, weshalb UW Stifelnot aktuell einen richtig harten Push bekommen hat. 3 Mana, zieht 2 Karten, Annihilator 1, 7-7, glaube ich sogar. Ja. Ne? Und fliegend? Nee, 4-4 fliegend. 4-4 fliegend. Aber der kostet 7 Mana. Der kostet 7 Mana, genau. Alter. Annihilator 1, das ist auch sowas. Ja. Und du hast jetzt fast das komplette Jorion abgeschaltet, mit dem einen Thrall, der liegt. Ja, man kann halt jetzt Jorion auf die Hand nehmen, das würde ich auch tun. Ja, und den... Nächste Runde einfach zockeln. Ja, dann hast du einen 5-5, war es ja, glaube ich. 4-5. 4-5. Gegen den Annihilator 1, Dude. Okay. Oh. Strong. Das ist so widerlich. Da war ein Phyrexian Dreadnought. Da, ja. Ja, da haben wir nochmal 3 Mana, 2 Karten. Oh, Junge. Der zieht vor allen Dingen jetzt Karten. Ja, das ist so krass.
dass du halt einfach on the draw, also on the cast draws, ja, das ist halt um. Das macht die ganzen neuen Eldrazi aber so stark, ja, dass die on the cast drawn. Du kannst es nicht verhindern, außer mit Stifle. Genau. Oder diesem neuen anderen lustigen Ding. Ja. Uff. Ja, das würde ich halt conceden. Das ist conceden. Du hast ja erstmal den Annihilator 1 Trigger und dann macht der, machst du immer noch nichts. Also das rum. Ja, sehe ich sehr ähnlich. Das finde ich halt sehr schade, weil es halt zeigt halt wieder, dass Jorion halt, der Grund, warum man Jorion spielt, ist und bleibt einzig und allein Uro. Ja, um gegen so einen Haufen zu gewinnen. Genau, damit man damit irgendwas machen kann. Das Problem ist, wenn man eben nicht gegen Uro-Haufen-Punkt-Deck spielt, hast du halt zu viel Fluff. Dann hast du zu viel Fluff und dann bist du halt einfach nicht konstant und nicht gut genug. Und das ist halt, das ist halt was, was ich halt sehr ärgerlich finde. Ja. Und deswegen mag ich tatsächlich einfach Jojo nicht. Der hat noch zwei Stifle auf der Hand. Ach du Scheiße. Ja, da kommst du auch nicht durch. Nee, da passiert ja gar nichts mehr. Da kriegst du auch keine Vile Activation mehr. Nee, nee. Kann man conceden. Kann also du bist ja nächste Runde schon so gut wie tot. Du kriegst 12 durch den Dreadnought. Du hast vorher noch 2 Annihilator-Trigger, bevor du Blocker deklärst. Die sind hier verfliegend. Ja, ja, aber du hast ja, wie gesagt, du kriegst 12 mit dem Dreadnought darüber geschmissen, dann kriegst 8 damit sind 20. Du hast maximal einen Blocker, einen zweiten mit einem Reinwalz und den stifelt der dir. Ja, ja, das ist um. Das, ja, wird dir gerade auch realisiert. Realisiert. Ja. Ist halt. Ist krass. Im Sideboard, bevor wir Sideboard sprechen, einmal ganz kurz Werbung für mein Patreon bzw. YouTube-Membership. Ihr könnt auch gerne bei YouTube-Membership euch eintragen. Da super, super lieb, super nett, dass ihr mich unterstützt, die Leute, die ihr seht. Und ja, vielleicht ist auch was für euch. Ab 3 Euro könnt ihr mich monatlich unterstützen, wenn euch meine Videos gefallen. Wenn ihr das nicht könnt oder wollt, Daumen nach oben, abonnieren. Hilft sehr, sehr ähnlich. Nicht genauso gut, weil Monitor ist natürlich immer ein bisschen besser, aber es hilft. So, Sideboarding finde ich sehr, sehr spannend, weil im Sideboard habe ich eine ganz andere Liste gespielt gehabt. Ich hatte sowas wie Path to Exile drin. Mhm. Ich hatte sowas halt wie der Council's Judgment drin. Ja. Und sowas halt. Und hier der Jorion-Liste hat das halt gar nicht. Also ist das Game quasi genauso schlecht wie vorher? Ja, weil man hat praktisch auch keine Sideboard-Karten. Das ist halt das Üble. Das ist halt das, was ich so crazy finde. Weil man hat halt nichts, was man ansetzen kann. Boah. Sanctum Prelate auf 1, aber der schießt dir selber in Knie. Ja, und der macht halt auch nicht so viel. Er sagt Non-Creature, stimmt, ja. Dann könntest du den höchstens auf 2 legen gegen Dressdown, aber. Ponder. Insel Ponder, beste. Da ist ein Dreadnought bei gewesen. Ein Dreadnought und ein Doorkeeper Thrall. Ich glaube, der hat sogar noch einen auf der Hand. Das ist halt sick. Wird geschaffelt, interesting. Ja, also ist halt die Frage, weil wenn der schon kaum Sideboard-Karten hat, dann kann er das Spiel jetzt auch genauso spielen wie eben. Dann lässt er sich einfach vermoppen. Muss er. Und muss halt hoffen, dass er zum richtigen Zeitpunkt Swords hat. Also ich habe gegen Dennis auch zum richtigen Zeitpunkt Sword gehabt und habe halt seinen Dreadnought mit einem Sword abgeräumt, weil ich den Dog Troll einfach geswordet habe. Ach so, ja, klar, wenn du auf den Cast den Thrall swordest, dann geht das Ding ja auch in die Wupper. Ja. Die Weaning Silence, auch spannend. Damit du keinen stifeln kannst, aber die Weaning Silence limitiert nur die Non-Creature-Stifles. Richtig. Kannst stifeln, du spielst den Dude und stifelst ihn, ist gar kein Problem. Ist wahrscheinlich einfach nur eine Sideboard-Karte, weil man sie reinnehmen konnte. Ja, weil man halt nicht so viel reinnehmen hat, einfach. Wastelands willst du hier aber, glaube ich, nicht feuern. Nee, da willst du lieber End of Turn irgendwas machen. Da ist auch ein Brazen Burrower. Oh. Port ist natürlich schön. Ja. Port klingt nach einem Plan. Ja, hier würde ich auf jeden Fall eine Runde warten, würde dann den Gegner porten und würde dann meine Stormforge spielen, damit er halt nicht Dressdown kann. Aber sieht man hier nicht. Genau, das sieht man hier nicht. Und man weiß ja, man muss ja auch manchmal sehen, wir haben ja jetzt die Vogelperspektive. Ja. Wir sehen ja Dinge. Und das beeinflusst natürlich auch Entscheidungen. Er hat auch noch eine Stoneforge, von daher. Ja, ist auch gar nicht mal so schlecht.
Dann hat er nächste Runde, wenn er Glück hat, den Search und gleichzeitig das Play. Play, ja. Auch ziemlich gut. Und du hast das Dressdown gebaitet. Ja, das ist richtig. Boah. Da war auf jeden Fall auch der Eldrazi auf der Hand, der zwei Karten zieht. Der kostet aber 13 Evoken, ne? Ja. Das ist wenigstens noch einigermaßen fair. Ja, es kommt drauf an, ob man Eye of Ugin draußen hat oder nicht. Das stimmt. Dann kostet er nur eins. Aber Eye of Ugin spielt der Kopf nicht, ne? Nein. Okay, Brainstorm nach einem Landdrop finde ich auch ein bisschen wild. Mhm. Das macht man ja eigentlich nicht. Boah. Das riecht irgendwie nach Dorpkeeper Thrall. Dann nimmt er das Deck schon wieder raus. Oh, Dressdown hat er noch auf der Hand. Go. Okay, mal Wasteland noch nicht mal. Doorkeeper. Ja, ja, das ist ein Doorkeeper Thrall halt. Okay, wenn der jetzt Stoneforge castet, schmeißt er den Thrall. Genau. Und da hat man keinen. Da ist ein Swords auf jeden Fall noch auf der Hand, was ich gesehen habe. Ja. Boah, man könnte jetzt einen crazy Move machen. Man könnte die Stoneforge resolven lassen. Die Stoneforge resolven lassen, den in Sicherheit wiegen, wenn er dann sein letztes Mana ausgibt, um ja. den Ding zu resolven, die Betterskull zu resolven, oder die Ding, den, dann den Doorkeeper Thrall zu schmeißen. Hat er dasselbe Problem wie eben. Ja, er hätte dasselbe Board, nur dass er kein Mana hätte, um es zu swarden. Ja. Und naja, er hätte halt immer noch den Doorkeeper Thrall behalten für seine eigene Runde. Ja. Wäre wahrscheinlich vom Sequencing her besser. So muss er jetzt warden. Ja. Auf den Reaktion darauf. Jo. Da wird, glaube ich, gerade erklärt, wann der genau reinkommt. Dann mit dem am Stack wird geswardet. Und dann wird geforced und dann wird gesaltet. Nee, nein. Kein Force. Spannend. Das heißt, man nimmt jetzt die Dinge raus. Stimmt, aber dann wäre Sequence im Gift besser gewesen. Hätte man die Aktivierung abgewartet, das wäre schon echt. Boah, ich glaube, da hätte ich als Jurion Texas den Table geflippt. Ja, dann wäre schon rum gewesen. Jetzt hat man noch so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Weil. Dann wäre halt rum, weil dann kannst du nächste Runde auf jeden Fall deinen Eldrazi droppen. Ja. Und wenn du noch ein Land findest, kannst du sogar noch einen Dreadnought hinterher schmeißen. Ja. Und dann hast du halt ein Board und er hat so viel committed, um nichts zu kriegen. Ja, deswegen, also das wäre vom Sequencing, glaube ich, einfach besser gewesen. Boah. Ätzend. Ja. Fetchland. Ich meine, man hat auch genug, um die Kaldra zu bearbeiten, so ist es nicht. Ja, weil das natürlich mit Mutti ein bisschen schwieriger ist. Jo, das stimmt. Da ist keine Ursachsaga drin. Noch nicht mal ein One-Off? Ja, okay, die musst du halt gut sequenzen, ne? Ja, aber die sind halt super mit den Dreadnoughts. Ja, aber du hast ja jetzt noch die Eldrazi dabei. Ja, bekommen. Das stimmt, du hast die Eldrazi drin. Da brauchst du die, glaube ich, einfach nicht mehr. Wo ein solider Plan B war immer. Mm, das ist richtig. Ja. Show me your boobs. Okay. Und dann Draw und dann ein Dreadnought. Dann go und dann Ach, im eigenen Ach, Endstep. Im eigenen Endstep gemacht, damit die Stoneforge nicht aktiviert werden kann. Also, man hätte halt genau eine Reaktion auf nichts machen können. Dann gibt man ab und macht Port, oder was macht man hier? Nö, man spielt die Talia. Talua. Die halt aktuell immer noch können, jetzt aktuell immer noch gar nicht. Was ist das? Übel. Das ist so ekelhaft. Vor allem, man kann jetzt halt einfach in der zweiten Mainstep den Dwarf Thrall spielen. Hm. Der hat dann zwar keinen Effekt, bis das Ding geht, aber man hat halt kein Loch im Übergang. Ne, du hast halt die ganze Zeit deinen Stifle-Effekt. Ja. Das ist halt übel gerade. Aber man muss dabei jetzt auch sagen, dass es für Stifle Not auch gerade richtig gut läuft.
Also es ist nicht nur, dass Jurion nicht so gut zieht und ein vollgeflufftes Deck ist und so weiter, sondern das Stifle-Knot-Deck zeigt dir auch gerade, wie sick es ist. Wie krass dieses Deck auch manche Decks dominieren kann. Und das muss ich sagen, das finde ich halt insane. Es ist halt immer noch ein gut, sehr gutes Control-Deck. Ja. Weil alle Pieces, die Stifle, die du für die Dreadnought und so weiter brauchst, sind halt irgendwo auch Control-Pieces. Ja, komplett korrekt. Also die Dressdown spielst du ja schon Ewigkeiten. Mhm. So, da wird geportet, das weiß. Daraufhin wird ein Swords geschossen? Glaube ich nicht. Nee, man portet das einfach, man ist gut. Dann spielt man den Eldrazi. Das funktioniert nicht. Das funktioniert. Das ist ein Brainstorm. Okay, damit hat man auch sein Non-Creature-Spell für die Runde. Da ist ein Murktide. Oh Gott, das ist ja auch noch ein Tier. Mhm. Den willst du jetzt aber nicht spielen. Der kommt ohne Marken rein. Das war ist richtig. Fortdrawn. Jetzt kannst du den Eldrazi droppen und der Jurion-Spieler kotzt mir. Weil der kommt mit so vielen Marken rein. Ja, ja. Das wird ja nicht gestifelt. Stimmt, das wird nicht gestifelt. Deswegen, also das, da Uff. Ist schon strong, aber man könnte jetzt auch einfach den Eldrazi spielen. Ja, ja, du kannst halt den Eldrazi spielen und dann auf die Pressure aufbauen, weil why not? Ja. Was jetzt die Chance dafür? Das ist halt insane. Also das ist halt, das zeigt halt gerade, wie stark dieses OV-Stifle noch gerade immer noch ist. Ja, du siehst auch gerade so ein bisschen Resignation bei Texas. Ja, kann ich vollkommen verstehen. Also die Draws, die man hat, waren nicht schlecht. Aber man hat alle ETB-Effekte, die man einfach im Deck hat, gezogen und hat nichts gezogen, wo man halt sagt, okay, der Gegner muss halt nur eine Runde mal nichts haben. Und das eine Sword, was man hatte, hat einen Force gefressen. Ja. Deswegen, also man muss halt einfach eine Runde finden, wo der Gegner einfach mal nichts hat. Das Problem ist, dass dieser Gegner andauernd irgendwas hat. Ja, du musst halt überlegen, der wird vier Dressdown spielen, der wird vier Thralls spielen, der wird vier Stifle spielen. Das heißt... Eine Jitte! Die kostet Mana mehr. Ah, nee, die hat die über die Italia reingebracht. Ja, das ist klar. Damit kann man sogar was machen. Ja. An Italia ausrüsten und dann hauen. Ja, pro... nee, du kannst keinen Farblosschutz geben. Scheiße. Das ist irrelevant. Du kannst mit dem Erstschlag-Damage die Marken runternehmen und das Ding töten. Also das ist auf jeden Fall strong. Hier kann man auf jeden Fall... Ab auf die Dahlia damit und dann zuhauen. Zwei Schaden und dann. Genau, Erstschlag-Damage macht zuerst zwei Damage. Und dann geht man halt hin und knappt diese Sachen da rein und macht dann den Damage auf den Gegner, wo er -2/-2 bekommt und dann ist er einfach tot. Deswegen, also hier geht man einfach rein schwingen und sagen: Du mich auch. Ja, der Gegner wäre halt schlau, wenn er nicht blockt. Genau. Genau, dann. Wird jetzt genau, glaube ich, auch geguckt. Jetzt ist halt die Frage, ob man das noch so sequenzen kann mit dem Erstschlag-Damage, weil Jitte spielt man schon Ewigkeiten. Jitte ist halt eine sehr alte Karte, die man halt nicht mehr so oft spielt und die immer noch günstiger ist wie Schuko. Das ist halt so dumm. Dass Jitte günstiger ist als Schuko, ey. Ja, und das in 2024. Crazy. Ja, das ist crazy. Absolut. Ja, mal sehen, wie günstig Schuko demnächst ist. Ja, ja, das ist richtig. Ende des Monats, knickknack. Ja. Ja, schmeiß halt den davor, ne? Dann Erstschlag-Damage und dann. Ja, hat man verkackt. Man will den Thrall halt töten. Man will den Thrall töten, okay. Ich hätte ja einfach den Typen getötet, hätte ich immer noch einen Talia. Das ist halt die Frage, hat der irgendwas auf der Hand wie ein Solitude oder so? Ich weiß es nicht. It's Annihilator, schmeißt man eine Stoneforge rein. Ja. Und frisst den Schaden. Das ist halt sowas von egal. Das ist wirklich nicht so relevant. Man wollte den Thrall töten. Und man nimmt ein Land geopfert. Ich hat immer erst eine Stormforge vor dem Land opfern. Ja, allein schon, weil der da ein Wasteland liegen hat. Ja, Swords kannst du halt vergessen. Jo, Mutti liegt, ne? Deswegen, also ich hätte hier auf jeden Fall den Eldrazi umgenietet.
dann hätte man jetzt einfach nächste Runde Sweet Sexy einfach durchlaufen können und den Fall einfach umnieten. Ja, jetzt sind schon mal Non-Creature Spells abgeschaltet für diese Runde. Ja. Weil dann hätte man das Board halt langsam zurückerobert, tatsächlich. Weil man hofft halt jetzt drauf, mit der Berdaskal schnell noch hart und schnell zuzuhauen. Aber Death in Texas ist halt kein Agro-Deck. Death in Texas ist ein Kontrolldeck, was halt wirklich dafür sorgen soll, dass der Gegner halt langsam sich durchzieht. Nachgezogen, oh, ich ja, genau. Wäre ja vollkommen okay, dann hätte er jetzt gleich zwei draußen, was irrelevant wäre mit der Talia und der Ding. Ja, da ist halt die Frage, du hast von den Stifle-Effekten wahrscheinlich 12 drin. Genau, also gehst du nicht mehr auf die Stifle-Effekte, sondern auf die Targets. Ja. Und das ist halt genau der Punkt. Wenn die dir keinen Schaden zufügen können, können sie auch nicht gewinnen. Ja. Deswegen, also das ist... Du machst das Board einfach weit, das kann er nicht. Ja. Und dann ist die Jitte auch irgendwann so bufft, dass egal ist, was er da reinlegt. Ja, deswegen. Dann greifst du die Runde danach an. Ja, okay, jetzt kommt halt Murktide, ne? Der gewinnt halt auch Spiele im Alleingang. Ja, das ist richtig. Murky ist halt auch sick. Ja, das war mal groß, wenn ich es richtig im Kopf habe. 4. 5, also 4. 4, 7, 7. Das heißt, der macht jetzt in 3 Runden aus. Hm. Nee, der Dings liegt ja immer noch. Oh, was ein Scheiß. Und jetzt kommt der Thrall noch hinterher. Hm, ja, das ist halt jetzt übel. Ja, das ist halt rum. Ja, der Thrall macht halt gerade wieder aus. Weil, wie gesagt, entweder wenn er den Eldrazi rausnehmen sollen, ich glaube, das wäre auch besser gewesen. Der Thrall selber ist zwar nervig, aber ich glaube, der Eldrazi war nicht so. Der war einfach Ding. Man hätte auch Land opfern dürfen. Das wäre halt so. Das ist halt manchmal. Auf der anderen Seite muss man sagen, man verliert auch sehr, sehr schnell bei Texas manchmal die Nerven, muss man einfach sagen, und geht in Salty-Modus. Und Salty-Modus sind bei sowas immer ganz, ganz schwierig. Man verliert dann sehr viele Prozente gegen sich selbst. Also sehr viele Sachen, wo man sagt so, hey, das könnte man noch gewinnen oder hey, da könnte man das und das noch machen, wo man einfach verliert, weil man halt selber in so einem I don't care, I don't give a shit und so weiter ähnliches Modus einfach geht. Und das ist halt sehr, sehr, sehr gefährlich tatsächlich. Und diese Modus muss man halt einfach gerade auf größeren Turnieren einfach ausschalten. Auf kleineren Turnieren vor Ort können die mal passieren. Ja, ja. Und das ist halt auch ein Spiel unter Freunden, Bekannten. Von daher... Alles in Ordnung. Das ist ein Port. Ja, macht halt nicht mehr viel. Das ist halt sowas von rum. Das rum. Also das jetzt rum. Der kommen jetzt gleich allein schon 7, 11 Schaden fliegend. Und du rennst jetzt mit der Stoneforge lachend in den Murktide. Ja, um halt den Thrall zu töten. Und dann nächste Runde, wenn er all sein Mana hat, wieder was zu machen. Also da war auch hier wieder... Wenn man den Ding nicht gehabt hätte, wenn man das Land nicht geopfert hätte, sondern die Stoneforge, hätte man hier auch tatsächlich den Ding noch spielen können. Ja. Das wäre nicht bad gewesen. Weil Edna kann halt nur eine. Er müsste halt im Gegnerzug sworden und dann im Eigenzug sworden. Das ist halt übel. Er muss halt 2-1 traden wegen der Mutti. Jo. Ja, wobei, dann hätte er jetzt halt keine Stoneforge, um die Betterskull reinzubringen. Das ist halt auch wieder das Problem. Er hätte ja mit der nie angreifen müssen. Er hätte nie angreifen müssen. Ja. Deswegen, also. Es ist halt spannend. Es ist halt so ein klassisches Was wäre, wenn. Ich glaube tatsächlich, dass man hier noch ein paar Sachen hätte tweaken können, um es besser zu machen. Aber am Ende des Tages sind wir uns alle einig, sieht es gerade nicht gut aus für Texas. Ja. Und es zeigt auch gerade ganz schön, warum Texas einfach so ein schwieriges bis schlechtes Deck einfach gerade ist. Muss man leider sagen, wie es ist. Ja. Dann wird die Jitte gebounced. Jo. Dann geht man für 11 fliegend rein. Ugh. Murky, aber der hat er einen Zauber drin? Jo, ein Stifle. Okay. Wo auch immer der Stifle drauf geflogen ist. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oder hat er den surveilled? Nee, den hat er surveilled. Ja, und dann geht man hauen. Also das ist halt. Das ist halt rumsum. Da brauchen wir nicht mehr diskutieren. Nee, das ist 0-2 Stifle Note. Ah, dann lädt er den raus, jawohl. Dann kann man auch Sworden hinterher. 2 Swords auch noch übel. Ja, Draw, schauen, was ist. Und dann wahrscheinlich Conceal. Ja, das ist 2-0 Stifle Note. Sehr, sehr, sehr spannendes Spiel, um zu zeigen, was Stifle Note gerade mit den Menschen macht. Das ist ziemlich hart ins Gesicht hauen, das ist richtig.
Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns schon nächstes Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.